Die Weltgemeinschaft hat ja die Sustainable Development Goals, also die Hauptproblemlösungsfragen, zusammengestellt. Und eigentlich alle von diesen Sachen, ob es Armutsbekämpfung ist, ob es Energieversorgung der Welt ist, ob es Wasserversorgung der Welt ist, lassen sich nur lösen, wenn wir A, besser zusammenarbeiten und B, mehr Praxiswissen weltweit verfügbar haben. Und mehr zusammenarbeiten und mehr Praxiswissen weltweit haben, das geht nur über digitales Lernen. Digitale Lehre ist ein wichtiger Bestandteil. Denn wir hier in Deutschland sitzen auf einem Wissensschatz. Wir haben so viel Wissen zu wichtigen Themen, die Probleme hier und auch vor Ort lösen können. Und wenn wir die gut und besser teilen, dann können wir einen Beitrag dazu leisten, dass die Sustainable Development Goals erreicht werden. Spannend dabei finde ich die sogenannten Open Education Ansätze. Die arbeiten sehr stark mit offenen Bildungsmaterialien, aber es geht weit darüber hinaus. Eigentlich geht es darum, dass wir zusammen das Wissen erschaffen. Man kann sich es so vorstellen wie Wikipedia. Da wird ja zusammen ein Enzyklopädieartikel gebaut. Und wenn wir jetzt zusammen das Wissen schaffen, wie zum Beispiel ein Biogastank aufgebaut ist, dann können weltweit bessere Biogastanks hergestellt werden und gleichzeitig haben wir damit dann ein Energieproblem gelöst. So etwas passiert im Bereich des informellen Lernens, aber sehr stark sind auch die Hochschulen gefordert, denn die sind die forschungsstarken Institutionen, die die Lösungen von morgen entwickeln. Und wenn wir es schaffen, dass diese Lösungen gemeinsam entwickelt werden weltweit, also dass sich die besten Forscher sowohl aus Deutschland als auch aus den USA, als auch aus Afrika, als auch aus Asien zusammenschließen, dann kann man sowas schaffen. Und das geht nur über Open Education, denn nur dann schaffen wir es, dass wir gemeinsam das bauen und dann auch wieder gemeinsam nutzen können.